Comedy mit Carsten, 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 Comedy mit Carsten. Herzlich willkommen zu Comedy mit Carsten hier im MDR aus dem neuen Schauspiel Leipzig. Wir sind the Fuckhornischen Orchestra. Genau, neben mir der traumhaft und fantastisch riechende und sich gut anfühlende Julius Fischer. Neben mir der interessante Christian Meyer. Ja, ja. Also es ist wirklich wunderschön hier, wo wir sind im neuen Schauspiel Leipzig, ein Off-Theater. Kannst mal ein bisschen rumschwenken auch, hier an die Bar sehr zum Beispiel. Sehr schön, hinten sitzen Leute, hier alles Barleute. Das sind hier, alles Models. Models, guck dir die an, super so. Heiß. Hier, ja, lass mal reingehen. Ist krass, wir gehen jetzt mal rein ins total euphorisierte... Das habe ich jetzt nicht ganz erwartet. Gott. Das war doch... Herzlich willkommen zu Comedy mit Carsten, Staffel 2, Folge 2. Ja, es ist wieder voll. Krass. Wahnsinn. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön, bitte. Ja. Vielen, vielen Dank vielen für diesen Dank. Sehr warmen Applaus. Dass es tatsächlich wieder voll ist, ist wirklich krass, dass die Leute hierher kommen und sich diese Show angucken. Ja, Geld dafür bezahlen auch. Man kann hier Karten kaufen. Die Leute, die hier sitzen, sind tatsächlich freiwillig hier. Also man hat ja manchmal so das Problem, dass man dann irgendwie so Leute einladen lassen muss über so irgendwelche Firmen und dann sitzt du da mit 120 Pegida-Leuten und dann ist irgendwie die Stimmung auch, sage ich mal, rechts. Rechte Stimmung. Ja, das mag schon sein. Wer war denn schon bei der Staffel 1 im Publikum? Alle mal Yay machen. Yay! Wow! Krass! Ja. Wer wird mitgeschleppt und bereut es jetzt schon? Ja, sagt mal einfach mal I. Keiner? Das ist ja fantastisch. Das ist ja. Das ich habe mir so vorgestellt, wenn ihr jetzt I sagt. Ach doch, du ja? Ah, ja. Der Comedy-Hooligan. Ach nee, der hintere Comedy-Hooligan. Sag mal I. Nein, alles gut. Wie bitte? Alles gut. Nee, Yay war vorher. Sag mal I, habe ich gesagt. Ja, es klingt so, als wenn man mit Julius ins Schwimmbad geht. Vielen Dank für diese Vorlage. Danke. Was soll das denn, Alter? Geil, ne? Wieso? Das ist übrigens das Body-Shaming. Body-Shaming. Ja, Body-Shaming. Du machst dich in aller Öffentlichkeit über mich lustig, über meine körperlichen Makel. Das kann ich auch machen. Mal bitte alle 40-Jährigen im Publikum machen. Gibt's 40-Jährige? Krass. Wir haben ein unfassbar junges Publikum. Dieses Publikum. Total. Die sind alle erst 12. Naja, es gibt... Aber es gibt auf jeden Fall Leute, die über 40 sind. Mal die unter 25-Jährigen zu allen über 40-Jährigen Haha machen. Das hat gut geklappt. Ja. Super. Wir werden ja immer wieder angehalten, ein bisschen mehr zu machen mit dem Publikum. Schön, dass das Publikum an dieser Stelle auch mitarbeitet. So, nächster Programmpunkt. Wir haben uns halt vorgestellt, es wäre geil, wenn es irgendwie so eine Grüppchenbildung gäbe und so eine Prügelei oder irgendwas, damit wir Content haben für Facebook und Twitter. Wir haben nämlich jetzt eine Facebook-Seite, wissen Sie? Facebook Comedy mit Carsten-Dings hier. Und Twitter, Hashtag Comedy mit Carsten, kann man den ganzen Tag drüber diskutieren, über das, was wir hier machen. Wahnsinn, es ist sowas von 2015. Wir sind Future, Alter, das ist Future. MDR Future, der neue Sender. Hier, herzlich willkommen, MDR Future. MDR Future, das wäre sehr, das wäre... Natürlich haben wir heute auch wieder Carsten da. Hallo Carsten, hallo, Sonnenschein. Carsten. Na, geht's dir gut? Alles klar? Ja. Coolio, wieder gut drauf, was? Ein süßes Knödelchen. Ja. Toll. Carsten hat früher bei der GEZ gearbeitet. erklärt vielleicht, warum er so wenig Humor hat. Das wir kriegen ihn aber auf jeden Fall zum Lachen. Also mindestens unsere Gäste, glaube ich, heute. Ja. Denn die sind ziemlich fantastisch. Wir können ja mal für Sie applaudieren lassen. Von genau. Euch denn klatschen, das könnt ihr, das haben wir schon vorhin gemerkt. Klatscht doch mal bitte jetzt für Timo Wopp. Genau, für die Feisten. Und für Ingmar Stahl-Adelmann. Stahl-Adelmann. Und dazwischen gibt es natürlich Quatsch von uns. Ganz viel Blödsinn, der hoffentlich lustig wird. Mal gucken, was so passiert. Ich hoffe, wir machen heute noch eine Lasershow. Eine Lasershow? Ja, so wie damals vom Kino. Kennst du das nicht? Da war immer eine Lasershow, so in den 90ern. Kennt man das nicht mehr? Doch. Julius kommt aus Dresden. Was war bei dir? Vom Nazi-Aufmarsch? Ja, wahrscheinlich. Nazi-Aufmarsch. Immer vor dem Kino, vor jedem Film. Free Willy vorher. Das war keine schöne Zeit. Aber hey, ich bin zu dem geworden, was ich bin. Das war auch schön. Ja, das ist wirklich schön. Auch, dass ich mit dir auf der Bühne stehe. Vielen Dank nochmal. Mhm. Unser erster Künstler heute Abend wurde schon mit Preisen überschüttet, meine Damen und Herren. Sankt Ingberter Pfanne. Stuttgarter Besen.
etc. Ja. Es ist wirklich krass, was er schon alles im Schrank stehen hat. Was er davon am besten oder am meisten im Haushalt brauchen kann, das würde er euch vielleicht selbst erzählen. Hier kommt sein Lied. Der erste Künstler kauft von seiner Gage am liebsten bunte Bälle zur Jonglage. Vor kurzem fiel ihm ein Anschlages auf den Kopf. Sonst hätte er nie zugesagt. Viel Spaß mit Timo Bob. Timo Bob, meine Damen und Herren! Was für ein Teppich! Natürlich hätte ich zugesagt. Auch ohne Ball auf dem Kopf. Eine super Sendung. Vielen Dank. Muss man gerade, bei den unter 40-Jährigen hat sich gerade keiner gemeldet. Und es stimmt wirklich, ihr seid wirklich ein unfassbar junges Publikum für mich. Ihr kennt das durchschnittliche Kabarettpublikum nicht. Also, wenn man da mal vor einer U90-Mannschaft auftritt, ja, da badet man schon einen wahren Jungbrunnen. Meine letzte richtig große Veranstaltung war in Baden-Baden. Weiß nicht, wer das kennt. Rentnerparadies, wirklich, ich betrat die Bühne, ich blickte in eine riesige Baumwollplantage, hätte direkt anfangen können zu pflücken. Und Baden-Baden, schon super Zielgruppe, obere 10.000, aber eben Kurort. Das Ganze sah ein bisschen aus wie der gelüftete Rückzug aus Stalingrad. Und ich bin immer sehr ehrlich mit meinen Zuschauern. Ich habe den Leuten da ehrlich gesagt, Leute, rein statistisch gesehen, müsstet ihr tot sein. Ich weiß auch, ein Spruch so lang gemessen wie ein Kinderballett auf der SPD, eine Lastungsparty von Edati. Oder wie als Frau beim One-Night-Stand zu sagen, huch, vom Geruch hätte ich mir größer vorgestellt. Aber ich find's selbst so ekelhaft. Ich habe nur ein Ziel hier heute Abend. Ich will diesen verschissenen Carsten endlich zum Lachen bringen. Aber schwer, das ist wirklich eine Herausforderung. Ich dachte mir vorhin, was könnte ihn hier aus der Reserve locken? Dachte ich mir so, frisurentechnisch könnte er so gesinnungsmäßig aus dem Tal der Ahnungslosen kommen. Dann sitzt er von mir auch noch ganz rechts außen. Da dachte ich mir, um die Stimmung richtig hochzubringen, mache ich so ein bisschen Flüchtlingsdrama im Mittelmeer. Ist das... Wow, das ist eingeschlagen wie eine Bombe, würde ich sagen. Aber natürlich, ihr wisst ja alle, ich komme aus dem Westen, habe auch noch BWL studiert. Ja, das heißt, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen und werde natürlich immer wieder gefragt, Mensch, Timo, wie viel Zuwanderung können wir eigentlich vertragen? Ja, wie viel können wir hier aufnehmen? Was können wir als Deutschland leisten? Was verkraftet überhaupt unsere Volkswirtschaft? Sag mal ganz ehrlich, Leute, kleiner Faktencheck. Wir haben in der Bundesrepublik Deutschland vor 25 Jahren, innerhalb von einem Jahr, ja, und zwar genau genommen vom November 89 bis Oktober 1990 17 Millionen Menschen integriert. Reine Wirtschaftsflüchtlinge, ja, die in unser System gekommen sind. Das hat unserer Volkswirtschaft nicht wirklich was angehabt. Und nochmal ganz kurz, ja, wenn die Afrikaner entscheiden würden, dass jeden Tag 800 Leute übers Mittelmeer zu uns nach Deutschland schippern würden, ja, dann bräuchten die, ja, über 21.250 Tage, um auf 17 Millionen zu kommen. Ja. Und nur mal einen kleinen Gruß an die kleinen Fremdenhasser. Ja. So schnell ändert sich ja auch was nicht. Ja. Die Bundesrepublik Deutschland hat 50 Jahre gebraucht, ja, bis wir die erste Ossi-Bundeskanzlerin hatten. Also ganz ehrlich, bis wir den ersten schwarzafrikanischen Bundespräsidenten vorstellen würden. Ja. Also vor 2081 wird das nicht passieren. Und vielleicht gibt es dann auch Griechenland gar nicht mehr. Wer weiß, aber das will man vielleicht gar nicht alles so genau wissen. Da sollte man vielleicht auch die Finger von lassen. Ich sage sowieso, das sind alles Hinterfragen, das sind alles Fakten. Das ist gar nicht gut. Ich sage mal, zu viel Wissen ist auch eine Behinderung. Ja, gerade in diesen Zeiten. Lass die Finger vom Wissen. Ja, wenn man zu viel weiß, landet man irgendwann 6 Wochen auf dem Flughafen in Moskau. Das ist überhaupt nicht gut. Wobei Snowden, der Typ, auch vollkommen überbewertet. Alles, was der weiß, hat er auch nur aus dem Internet. Aber... zu viel Wissen blockiert euch im alltäglichen Leben. Ich will euch da einfach mal 3 Beispiele geben. Gerne auch nur 1. Hey, wir haben doch alle schon mal die AGBs von Apple oder Microsoft durchgelesen. Hm? Nee, haben wir nicht. Aber haben sie alle schon mal akzeptiert. Ne? So ist das. Wenn sich ein Problem anbahnen könnte, einfach nur kurz genug drüber nachdenken, Häkchen setzen, es gibt kein Problem. Wirklich, lasst die Finger vom Wissen, bewegt euch immer schön an der Oberfläche. Ja, man könnte sonst auch auf Widersprüche treffen. Andersrum. Zu wenig Wissen sollte euch niemals davon abhalten, eine Meinung zu irgendwas zu haben. Da brauchen wir heute kein Wissen mehr. Ganz im Gegenteil. Ich sage immer, Recherche ist der Feind der Meinung. Aber legt euch Meinung zu. Das braucht man. Also, gerade zur Social-Media-Zeit muss man immer ein paar Meinungen parat haben, die man einfach mal so raushauen kann. Weil ich will mich da echt nicht im Mittelpunkt stellen, aber in Deutschland, ich glaube wirklich, ohne Scheiß, ich bin der mit den meisten Meinungen. Es gibt, glaube ich, kein Thema, zu dem ich keine Meinung hätte. Es gibt keinen, der mehr Meinung hätte als ich. Ich spüre noch so ein bisschen Zweifel hier im Raum. Komm, testet mich mal ein bisschen. Ruf mal irgendein tagespolitisches Thema auf die Bühne. Wollen wir mal gucken, ob ich eine Meinung dazu habe. Leute, haut raus. Was?
Gartenzwerge. Wow. Also wenn Gartenzwerge für euch ein politisches Thema ist, ich kann auch nicht jeden da abholen, wo er ist. Aber gut, Gartenzwerge, aber habe ich eine Meinung zu. Habe ich sowas von eine Meinung zu. So, nächstes Thema. Mich könnt ihr nicht auf dem falschen Fuß erwischen. Ich habe zu allem eine Meinung. Ich habe sogar eine Meinung zu Dingen, die ich noch gar nicht kenne. Das neue Album von Xavier Naidoo kenne ich nicht, werde ich mir niemals anhören, finde ich trotzdem scheiße. So bin ich. Ich denke kurz nach und dann haue ich meine Meinung raus. Manchmal denke ich nicht mal nach. Rückenmark, Mund raus damit. Bam, bam, bam. Wir brauchen viel mehr Meinung in diesem Land. Wir brauchen Meinungswachstum. Wichtig ist nur, eine Meinung muss heutzutage so beliebig sein, dass man sich jederzeit durch einen Gefällt-mir-Klick zum Ausdruck bringen kann. 0% ist auch eine Frauenquote. Horst Seehofer gefällt das. Statt Bildungsgutscheine für Hartz IV, Kinder lieber Fremdsprachengutscheine für deutsche Politiker. Günther Oettinger gefällt das. Bibi Blocksberg kann in Wirklichkeit gar nicht hexen. Harry Potter gefällt das. Bam, 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 bam. Das sind alles Meinungen, gute Meinungen. Die müssen alle jederzeit nebeneinander bestehen können. Und kommt ja nicht auf die Idee, irgendeine Meinung, schon gar nicht meine, kritisch zu hinterfragen. Die Zeit habt ihr auch überhaupt gar nicht. Wir haben in diesem Land die Meinungsfreiheit, da brauchen wir nicht noch eine Streitkultur. Nicht immer als, ich sag immer, Glauben ist viel wichtiger als Wissen. Man muss glauben. Ich glaube total als BWLer, ich glaube natürlich, ich glaube total an mich selbst. Ja, ich glaube total an den Markt. Ja, ich sag immer, der Markt, das ist meine Religion. Ich glaube so sehr an den Markt, dass ich zu Hause in Berlin unseren Müll gar nicht mehr runterbringe. Ich schmeiße einfach jeden Abend direkt vom vierten Stock, vom Balkon, bats in den Innenhof, sag zu meiner Frau immer, hey, der Markt wird's bereinigen. Und am nächsten Morgen komme ich runter, ist weggeräumt. Klar, wenn man glauben muss, auch ein paar Opfer bringen, so ist das mit Glauben, so ist das mit Religion, muss man immer Opfer bringen. Ab und zu kriege ich mal einen tierischen Anschiss von der Hausverwaltung oder vom Hausmeister. Jetzt habe ich den Müll gestern mal wieder runtergebracht, meine Frau sofort, ah siehste, bringst den Müll ja doch wieder runter. Dann meinte ich, ja, aber das mache ich nur, um die Märkte zu beruhigen. So muss man sehen, lass die Finger vom Wissen, das ist überhaupt nicht gut. Ich weiß immer noch zu viel, ich leide sehr unter meinem Wissen, weil ich zu viel weiß, komme ich in der letzten Zeit immer zu spät. Ist wirklich wahr, ich habe meine Probe hier verpasst, weil ich zu spät gekommen bin, weil ich zu viel weiß. Weil ich zu viel weiß, komme ich zu Hause nur noch sehr, sehr schwer los, muss ich wirklich kurz erklären. Ich bin heute am späten Vormittag in Berlin aus unserer Wohnung raus, war der Letzte zu Hause, zieh die Tür zu, schließ ab, auf dem Weg nach unten frage ich mich, habe ich wirklich abgeschlossen? Kennt man, Automatismus vollzogen. Man vollzieht ihn, im nächsten Moment kann man sich nicht mehr dran erinnern. Deshalb ich, Idiot, mir Wissen draufgezogen, habe gelesen, dass wenn man sich dran erinnern will und man Automatismus vollzogen hat, muss man direkt danach etwas sehr, sehr Ungewöhnliches tun, um es abzuspeichern. Ja? Das heißt, irgendwann habe ich angefangen, ich gehe raus, zieh die Tür zu, schließ ab und mache immer einmal laut und deutlich. Ja, und immer wenn ich gemacht habe, wusste ich, hey, ich habe abgeschlossen. Dann noch ein paar Mal ist das so ein Automatismus geworden. Ja, das heißt, ich gehe raus, ziehe die Tür zu, schließe ab, gehe weg und frage mich, sag mal, hast du eigentlich wirklich gemacht, hast du abgeschlossen? Ja? Das heißt, irgendwann habe ich angefangen, ich gehe raus, ziehe die Tür zu, schließe ab, mach immer 1, 2, 3. Ja? Wenn es hier so ein bisschen kribbelt, ja, so ein bisschen rot wird, ey, da wusste ich, ich habe abgeschlossen. Aber noch ein paar Mal, es kribbelt hier oben nicht mehr. Wird nicht mal mehr rot. Das heißt, mittlerweile, ich gehe raus, ziehe die Tür zu, schließe ab, mach 1, 2, 3 und dann springe ich immer einmal so in die Runde. Ja, aber nach 3, 4 Mal, weil die Runde springen so verändert, ist eine ganze Zeremonie draus geworden. Also, ehe ich mal irgendwo loskomme, mittlerweile wirklich ohne Scheiß, ich gehe raus, zieh die Tür zu, schließ ab, mach 1, 2, 3, spring einmal in die Runde und dann gehe ich immer so im Hühnergang weg. So. Und erst, wenn mich jemand auf der Straße komisch anguckt, dann weiß ich, ich habe abgeschlossen. Vielen Dank, schönen Abend noch. Timo! Soll ich hier stehen bleiben? Ja, bleib mal nochmal da. Aber, ja. Noch mal da. Vielen Dank. Ja, doch nicht. Dürfen wir dich eventuell auf einen kleinen Cocktail einladen? Wir haben ja jetzt hier am neuen Schauspiel Cocktails. Die heißen der Fuck und der Hornisschen nach uns. Es sind beides Whisky-Cocktails. Und während wir den Cocktail zubereiten lassen, würde ich gerne, dass du Christian Jonglieren beibringst, wenn das okay ist. Ich kann sehr gut jonglieren. Ja, klar, deine Mutter kann gut jonglieren. Die kann wirklich gut jonglieren, das weiß ich wiederum. Ja. Lass mal kurz in die Bar gehen. Warte, ich hab die Bälle hier. Nachdem Gartenzwerge schon politisches Thema war, werde ich diese Herausforderung doch locker meistern. Christian, du Bewegungslegastheniker. Nee, ich versuch das. Oh Gott, was ist denn hier passiert? Oh nein. Ist alles voller Konfetti. War hier schon eine Sendung? Es scheint so. Guck mal, ich habe diese super professionellen Jonglierbälle. Bist du rechts oder Linkshänder? Ich bin beides. Ich kann beides. Du kannst, ich nehme immer rechts. Ich glaube, du bist, ich kann auch mit den Füßen, wenn du möchtest. Ja, ich nehme ein und du zwei. Ich frage mich das halt immer wieder, wie das so ist beim Jonglieren. Ob man damit Leute beeindrucken kann, so beim Date. Also kann man jetzt so kommst du noch mit hoch? Ich kann Dinge geil in die Luft werfen.
Weißt du? Ich hab, aber da kann man schon mit Geld verdienen. Ne? Du hast früher damit tatsächlich Geld verdient. Stimmt, aber mit Mädchen beeindrucken, ich sage immer, als ich in meiner Jugend aufgehört habe, Fußball zu spielen, angefangen habe, auf der Bühne zu arbeiten, da haben mich die Jungs gehasst. Aber die Mädchen, die haben mich ignoriert. Und damit kommt man nicht weit. Wirklich gerade an Straßenecken und so, da kann man nicht viel mit holen. Aber Christian, willst du das wirklich lernen oder willst du lieber hier bei deinen Ich kann das. Warum willst du dann da? Also, neues Schauspiel Leipzig, applaudiert mal, weil das Wahnsinn. Ist ein Applaus es wert. Das kannst du aber nicht so lange. Boah, ich schwitze. Warte, ich habe bestimmt was. Hier sind die Drinks. Also, falls du willst, möchtest du ein Hornisschen oder ein Fuck? Hornisschen oder ein Fuck? Was ist dir lieber? Auf jeden Fall. Aber erst nach dem Jonglieren, ne? Weil vorher ist wahrscheinlich. Nee, bei dir muss ich mir Mut antrinken. Mhm. Ja, weil ich schon so krasse Skills habe. Aber der ist gut. Dass du wahrscheinlich denkst: Ach du Scheiße, das werde ich niemals. Was ist denn hier? Ist das irgendwie Gebäudereiniger? Oder? Ja, das ist Gebäudereiniger. Schmeckt das so? Rosmarin. Ach, nicht. Das ist im anderen. Komm, wir machen mal. Mach mal, komm, fang mal an zu werfen. Ich, mal gucken, ich will, dass ihr was zusammen macht. Ja, komm, wir machen was zusammen. Let's do it. Oh. Okay. Nein. Jawohl. Ja. Jawohl. Ja. Nein. Das ist ja unglaublich. Das ist ja so Wahnsinn. Macht man das. Die Leute rasten Zirkus. Aus. Die wissen noch nicht, sollen wir ihnen Mitleid geben oder sollen wir klatschen? Das ist unfassbar. Das ist runtergefallen. Schade. Unfassbar. Timo Rupp und Christian Meyer. Ja. Ich raste aus. Ich freue mich sehr, dass ich euch noch was beibringen durfte. Also das ist... Hey. Dazu bin ich doch hier. Dazu bin ich doch rübergekommen. Mach's dir gemütlich hier an der Bar. Wir machen die Show noch zu Ende und dann trinken wir für dich das Getränk aus. Okay, das Ding war halt, ich wollte Christian jetzt bloßstellen. Weil ich dachte, er wäre genauso untalentiert wie unser nächster Gast. Und damit meine ich nicht Gast, sondern Beitrag. Entschuldigung, das, was jetzt kommt, ist der absolute Hammer. Und wir sind, glaube ich, alle schon gespannt, was er uns heute präsentiert. Ja, also wenn man denkt, dass Präsentieren dilettieren ist. Wir kommen jetzt zu dem Großartigen, dem Fantastischen. Und wir lieben ihn alle, meine Damen und Herren, den Talentman. Talentman. So, hier steht bei mir der Talentman. Und was hast du uns heute mitgebracht? Zum einen schönes Wetter, zum anderen ein besonderes Talent. Ich kann Gegenstände bewegen mittels meiner Gedanken. Aha, okay. Zum Beispiel Straßenbahn. Ich kann eine Straßenbahn anhalten lassen. Straßenbahn, genau. Na, die wiegen bestimmt 5 Tonnen. Wir können ja mal die Probe aufs Exempel machen. Sehen Sie selbst. Talentman, die kommt. Aber nicht weiter. Die hält wirklich an jetzt. Das ist absurd, Talentman. Wie hast du das gemacht? Weil ich es kann. Es ist so dumm. Das ist doch krass. Aber hast du schon mal irgendjemanden eine Straßenbahn angehalten sehen? Nee. Das ist doch mega krass. Und hast du mal jemanden mit deinem Kopf dieses Geräusch gerade machen sehen? Wicked. Was passiert denn hier? Oh. Casey, da ist schon eine Zither aufgebaut oder ein Zither oder ich weiß auch nicht. Willkommen in Indien. Habe ich das gerade gut nachgemacht? Nein, sehr schlecht. Was hast du versucht nachzumachen? Ich habe versucht, ich wollte nur sagen, willkommen in Indien. Ich hatte mich kurz verschluckt. Dann hast du es wirklich, also wenn du so fragst, du hast es sehr, sehr, sehr schlecht nachgemacht. Das ist nett, weil ich fand eher, dass ich es sehr, 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 sehr schlecht nachgemacht habe. Aber es ist völlig egal. Das ist eine, glaube ich, eine Sitar. Hier steht ein anderes Instrument. Das sind das andere Instrument heißt einfach anderes Instrument. Ja, da steht ein anderes Instrument. Ja, unsere nächsten Gäste jedenfalls kommen aus Göttingen und sie machen im Prinzip, oder sind im Prinzip wie wir, Hashtag nur 30 Jahre älter. Oh. Schon wieder diese Hashtag-Witze, oder ja, was? Ja klar, super witzig. Hashtag. Ich finde sie überhaupt nicht witzig. Hashtag Raute. Sie sind zwei Musiker, nur Hashtag, sie beherrschen ihre Instrumente wirklich. Ja. Also sonst würden sie das nicht da stehen haben, hoffe ich. Ich könnte das jedenfalls nicht. Ich würde das, glaube ich, ich glaube, es ist aus Keramik oder sowas. Ich würde es sofort zerdeppern. Egal. Ich bin mir sehr sicher. Mit ihrer alten Kombo. Ganz schön feist. Hier ist es auch, Hashtag ganz schön feist. Entschuldigung, weiß eigentlich jeder, was feist heißt? Weil ich weiß nicht, was feist heißt. Schau mich an. Frage, Antwort. Publikum, ich frage erstmal die anderen Zuschauer zu Hause. Vielleicht können Sie anrufen. Hier bei Comedy mit Carsten. Wissen Sie denn, was feist bedeutet? Wir haben keine direkte. Das ist, also wir zeichnen zwar auf mit Publikum, aber es ist nicht live. Die können höchstens im Studio. Also es ist Quatsch. Ja, gut, dann ist es halt Quatsch. Feist heißt sowas wie untersetzt. Das wurde mir heute. Also so ein bisschen dick, so wie Julius. Also das heißt feist. Das wusste ich heute. Also ich bin Germanistik. Bitte? Fett. Danke. Endlich mal jemand, der was sagt. Ja, so sieht's aus. Fett, genau. Ja. Gut, wir singen Ihnen auf jeden Fall auch ein Willkommenslied. Also, Lied. Korrekte Mengen. Ich mach Beatbox. Ah ja, du machst Beatbox. Und genau. Ich mach so eine Dubstep. Genau, alles klar. Mach Dubstep. Ich mach so. Ja. Wow. Krass.
unseren nächsten beiden. Erkennt man nicht an ihren Scheiteln. Die heißen ihre Haare. Sagten schon vor langen Zeiten. Sie behaupten, sie würden verzweifeln. Wollen wir uns nicht erdreisten. Wir sind jetzt leise und ihr seid bereit für die Fäusten. Riesenapplaus. Wicked. Wow, danke schön. Was für ein Empfang. Vielen Dank. Wir haben euch ja was mitgebracht. Das ist ja schon mal zitiert worden hier. Das ist eine Sita. Das ist der Inbegriff Indiens. Das wisst ihr sicherlich. Die Sita und Linsensuppe. Das ist das, was für mich den Subkontinent, durchaus überhaupt erst möglich macht. Und ich habe das mitgebracht von einer meiner Himalaya-Expeditionen. Ich gehe gerne nach Indien. Und auf der letzten Expedition ganz hoch, auf über 5500 Meter, da haben sich mir auch eine ganze Menge jugendlicher, sinnsuchender Backpacker angeschlossen. Und einige von denen haben sich bei der Suche nach sich selbst in einer Gletscherspalte wiedergefunden. Und das ist ein Ort, an dem man sehr intensiv über sich nachdenken kann, mit zum Teil erstaunlichen Ergebnissen. Und einige dieser Ergebnisse haben wir euch hier heute nach Südosteuropa mitgebracht. Meine Mutter nach Indien gefahren. Und es war in Goa, als sie an Gerd ihr Herz verlor. In einer wunderschönen, sternenklaren, indischen Vollmondnacht haben sie das Kunststück, mich zu zeugen, vollbracht. Sie nahmen bewusstseinserweiternde Drogen, so haben sie mich dann auch erzogen, gaben mir einen Namen, man kann ahnen, wie sie darauf kamen. Auch wenn man es mir nicht ansieht, ich heiße Ranjit, Ranjit Siddhartha, Schulze heißt mein Vater. Auch wenn man es mir nicht ansieht, ich heiße Ranjit, Ranjit Siddhartha, und Schulze ist mein Vater. Nach 3 Jahren kehrten meine Eltern mit mir nach Deutschland zurück. Sie eröffneten ein indisches Restaurant mit Speisekarte auf Sanskrit. In dem Dorf, in dem wir lebten, war den Menschen all das fremd. Und so nahmen meine Eltern auch Currywurst mit Pommes ins Sortiment. Ich erlebte meinen ersten Winter, ich sah das erste Mal Schnee, kam in die erste Klasse, da tat es das erste Mal weh. Auch wenn man es mir nicht ansieht, ich heiße Ranjit, für alle anderen Kinder war ich Schulze der Inder. Auch wenn man es mir nicht ansieht, ich heiße Ranjit, Ranjit Siddhartha, und Schulze heißt mein Vater. Ich hätte gern weiter geheißen, oder Peter oder Frank. Als Ranjit muss ich mich durchbeißen und alle lachten sich halb krank. Ich wurde erwachsen, zog in die Stadt und lernte ein Mädchen kennen. Ich dachte, wenn ich ihr meinen Namen sag, würde sie gleich wegrennen. Doch sie küsste mich und meinte nur, sie verstünde mein Problem. Sie heiße schließlich Müller und vorneweg Chantal Doreen. Auch wenn man es uns nicht ansieht, Chantal und Ranjit sind unsere Namen. Unsere Eltern hatten kein Erbarmen. Und es sei an dieser Stelle allen Eltern ans Herz gelegt, denkt nach, bevor ihr euren Kindern Namen gebt. Denkt nach, bevor ihr euren Kindern Namen gebt. Thank you.
Freude. Ach, lass das doch hier, das ist so schön, das Instrument. Finde ich sehr schön. Aber ich habe geguckt, ich habe ein bisschen darauf geachtet, Sie haben es auch wirklich nicht geschafft, diesen Typen zum Lachen zu bringen. Aber irgendwann wird das schon nochmal laufen. Ich habe mir noch einen guten Wortwitz überlegt, jetzt an dieser Stelle. What are you doing, motherfucker? Stop it. Was ist da? Nix. Achso. Was ist da? Ich esse. Von meinen Haaren. Ja, ich esse von deinen Haaren. Sind nicht mehr so viele da, aber. Ich könnte dann auch bei den Speisen mitmachen. Ja. You got a feist for your ride. Hashtag to party. So eine Scheiße. Ja, da haben wir lange. Worauf wir eigentlich hinaus wollen. Connoisseure der ersten Staffel, einen Gruß an dieser Stelle an Enrico aus Dresden, unseren einzigen Fan. Connoisseure aus der ersten Staffel wissen, dass wir manchmal gerne Musikvideos umschreiben. Wir haben alle Musikvideos dieser Welt umgeschrieben, denn wir finden, dass meistens Text und Bild nicht zusammenpassen. Und ein Video, was, naja, ich sag mal so, verrät, dass es auch schlecht ist, wenn Regisseure und Filmemacher vorher Drogen nehmen, ist das Musikvideo Für dich von Yvonne Katterfeld. Und wer anders als Christian hat die Stimme, möchte ich sagen, die gesamte Haltung für diese Nummer. Ich wünsche viel Spaß mit der Literal Version. Mats ab. Literal Version. Ich stehe hier inmitten von Pollen. Jetzt lieg ich auf Kunstrasen, ein Zaun und Ästhetik wie in Mordor. Ich schwebe durch eine Landschaft, gebaut von Emo-Käfern und zurück zum singenden Gesicht. Wo kommt denn der Erfolg plötzlich her? Ich streichle ihn, der Mond scheint im Hintergrund. Ich krieg gleich nen krassen Allergieschub. Doch hab nen Umhang, der mich schützt. Der Herbst kommt jetzt ziemlich heftig, find ich. Aber ein berangter Zaun mich. Ich schreib ein Gedicht über die Wolken. In die Kamera guck ich jetzt. Der Graszaun, genussvolle Mimik. Jetzt hock ich hier am Strand und gieß bunte Blumen in. Jetzt geht's hier von Szene zu Szene. Ich dreh hier langsam durch. Blub, blub. Ich bin voll auf LSD. Jetzt splitter die echt alles, was gewesen ist. Noch einmal zeig nein, dass du dich. Ich frag mich wirklich nicht. So, die restliche Literal Version, die noch 15 Minuten geht, seht ihr im Internet. Vielen, vielen Dank. Sehr hoch, sehr hoch. Ja. Ja, ja, vielen Dank. Es ist sehr hoch, das hat man gemerkt, aber Hauptsache, Passion, die Töne sind nicht so wichtig. Du kannst das singen, würde ich sagen. Ich kann es nicht singen, also von der Passion her ja, von den Tönen her auch. Aber jetzt vom Timbre her hätte ich da mir eher Sarah Connor gewünscht, die das hier singt, diese Literal Version. Leider beim nächsten Mal. Als Comedy-Nummer, ja. Nein, unser nächster Gast, unser letzter Gast heute Abend, ist ein alter Bekannter, aber heißt ja immer so schön, never change a winning team. Genau, wir wollen jetzt aber keine kausalen Zusammenhänge knüpfen, aber als er das letzte Mal bei uns war, gewann er kurz danach den Deutschen Comedy-Preis 2014.
Hashtag läuft bei uns. Was geht, Alter. Das heißt also, dass er jetzt nach diesem Auftritt heute bei Comedy mit Carsten den Comedy-Nobelpreis verdient hätte, glaube ich. Ja. Gibt's den? Bestimmt. Glaub auch. Was wir damit sagen wollen, ist eigentlich nur, er ist wie ein Kellner, er räumt gerade alles ab. Wow. Auf jeden. Alter. Vielen Dank. Hab ich mir ausgedacht. Ab 18. Mai läuft seine eigene Fernseh-Mixed-Show. Was für eine Show? Seine eigene Fernseh-Mixed-Show. Also wir machen ja hier auch eine Mixed-Show. Also Mixed heißt, das Publikum ist gemixt. Es sind nicht nur Schreiner da oder Pegida-Leute, sondern es ist ein gemixtes Publikum. Meine Güte, ja, lass mich auflaufen. Jedenfalls, ich verstehe schon. Wir verraten aber nicht, wie die Sendung heißt, weil er hat uns dazu nicht eingeladen. Ja, genau. Doch. Sie heißt, es passt auch eigentlich ganz gut zu Julius, sie heißt Fat Chicken Club. Läuft auf Tele5. Das ist ein sehr, sehr cooler Sender für Softpornos. Komm, wir setzen uns hier hin und schunkeln Ingmar an. Als wir letztens... Nee, das hier. Achso, da oben. Bei Google war er nach Bergmann der zweitbekannteste Ingmar. Wir wissen nicht, ob unsere Show beim letzten Mal so sein Ding war. Direkt aus Berlin kam er mit seinem Radl an. Hier ist der böse Mecker-Onkel Ingmar Stahlmann. Ich bleib einfach hier, ja? Das haben wir beim letzten Mal. Yvonne Katterfeld, Kellner, sag mal, hackt's? Oder was ist denn mit euch? Die hat sich nicht. Die haben mich. Ich war ja hier schon. Die haben gesagt, du kommst doch mal. Ich kann das nicht. Es ist alles Neues. Alles. Genau selbe Scheiß. Das Publikum sieht besser aus. Das ist aber alles. Wir haben neun Karten. Ja, letztes Mal saß da eine Asiatin, die du selber dahingesetzt hast, damit ich wahnsinnig werde. Die hat wahrscheinlich kein Wort verstanden. Die hat nie gelacht. Die hat nur geguckt. Sag mal. Die hat nicht reagiert, sie hat nichts gemacht. Ich meine, gut, Asiaten, andere Kultur, aber ich kann hier keine Delfine schlachten. Wir können doch nicht... Was ist das für eine Scheiße? Wir sind im Keller. Ich habe zwei eigene Fernsehshows, Freunde. Abbruch hier jetzt, eine Abbruch. Für Tele5, eine für 1+. Und muss beim MDR in einem Keller auftreten, in dem schon Hitler den Krieg verloren hat. Was ist... Die Make-up-Frau macht Interviews. Wie viel muss man wissen über diese Show? Die Make-up-Frau sprach. Ich sitze da, werde geschminkt. Die sagen auf einmal: Ingmar, wie ist es so, den Deutschen Comedy-Preis zu gewinnen? Wie gruselig ist das denn bitte? Nur um ein Gehalt zu sparen. Pfui, MDR, wirklich. Und jetzt sitzt du wieder. Ich höre dir so gerne zu, Ingmar, aber mein Mikro ist eh aus. Ich kann das nicht. Das ist wie ich letztes Mal, ich hab's letztes Mal schon gesagt, als wenn meine Mutter mir beim Bumsen zuguckt. Er sitzt. Ingmar, ich gehe. Mach dein Ding. Ingmar, danke. Schön, dass ihr klatscht. Oh. Es ist so schlimm. Er hat recht, ich habe diese ganzen Comedy-Preise gewonnen, es stimmt, ja, aber ich möchte gleich am Anfang sagen, das ist natürlich so ein bisschen wie schwanger sein mit diesen Preisen, ne? Also jeder sieht's, jeder gratuliert, aber wie oft man dafür gefickt worden ist, das weiß keiner. So, gleich mal weg damit. So. Und bitte nicht wieder hinter. Letztes Mal, als ich in der Bar gesessen bin, da kommen Leute hinterher und sagen, ich hab noch einen Witz für deine Show. Nein, mach das bitte nicht. Geht nicht zu Comedians hinterher und erzählt den Witz. Mach das nicht. Das ist wirklich der Schlimm. Wir werden alle depressiv, wenn ihr sowas macht. Hört auf damit. Wirklich. Die Leute erzählen Witze, die sind so schlimm. Das kann man nicht erzählen. Letztens. Kommt dieser Typ zu mir, das ist ein guter Witz für deine Show. Ich denke, was denn? Da kommt ein Mann auf einer Brücke, da steht eine Frau, die will sich umbringen. Ja, das fängt ja super an. Das ist genau ein Witz für mich. Ja, die will da runterspringen, ja. Dann kommt der Penner da lang und sagt zur Frau, wollen Sie da runterspringen? Ja. Ja, da können Sie doch vorher noch mal mit mir schlafen. Natürlich nicht. Gut, dann warte ich unten. Ist das ekelhaft? Das ist doch ekelhaft, oder? Wie kann man so, wieso erzählt mir sowas, als würde ich sowas im Fernsehen erzählen? Was mit den Leuten los ist. Schön. Aber heute hier sieht es sehr, sehr gut aus. Ist übrigens derselbe Carsten. Das ist auch eine Lüge. Das ist kein neuer Carsten. Das ist derselbe Carsten. Der hat das letzte Mal danach eine Chemotherapie gebraucht. So sieht man aus, wenn man eine Staffel kommen mit Carsten durch hat. So. Ist ja auch ein sympathischer Sender.
Deswegen, ich freue mich ja immer, wenn ich zurück so im Osten bin tatsächlich. Ich bin ja geboren in Sachsen-Anhalt. Ich bin ja richtig Ossi. Ich lebe schon lange in Berlin, aber ich bin tatsächlich sehr ostmäßig, muss man schon sagen. Im Inneren. So, ne? Und ich habe etwas festgestellt. Ich bin ja viel auf Tour und so weiter. Ne? Und wenn man jetzt so irgendwie im Westen unterwegs ist, dann versucht man sich auch zu entspannen. Ne? Aber ich weiß sofort, wann Ost und wann West ist, bei einer Sache. In der Sauna. Ich weiß nicht, was mit denen kaputt ist. Ich weiß es wirklich. Ich meine, wir waren ja immer alle nackt. Meine Oma hat das hier erfunden quasi, nicht? Die haben das... Das war ja damals ein politisches Statement, nicht? Man hat sich ausgezogen, um schlechter verwandt zu werden. Das war die Idee, nicht? So war das. Aber ich bin ja auch immer nackt, wenn ich in die Sauna gehe, nicht? Aber im Westen, wenn du irgendwo in Nordrhein-Westfalen und in die Sauna gehst, da sitzen lauter hübsche Frauen in weiße Handtücher gerollt in der Sauna. Ja, wo ich oft drüber gehe und sage, was soll denn das? Sieh doch mal aus, Mäuschen. Das ist der FKK-Bereich. Und wenn man danach fragt, dann sagen die sowas wie, so ganz nackt in der Sauna, da fühle ich mich unwohl. Ich denke, was für ein Schwachsinn. Mein Vater hat früher nackt neben uns gegrillt. Da fühlst du dich unwohl. Auch eine Wurst, Junge. Wenn der mit dem Teller kam, da wusstest du manchmal gar nicht, wo du hingreifen sollst. Naja, dann beruhigt euch. Dann waren wir als Kinder oft sehr, sehr gläubig und haben dafür gebetet, dass das Mayo an den Würsten ist. Nicht? Also, das war ja auch, muss man sagen, früher war das ja okay, wenn er nackt gegrillt hat. Ne? Aber mittlerweile ist er in einem Alter, da weiß er gar nicht mehr, was auf dem Grill liegt. Nicht, dass du, da merkt er erst, dass es nicht mehr die Wurst ist, wenn er es nicht wenden kann. Nicht? So, das ist richtig bitter. Nicht? Und wenn man dann so nachfragt, die jungen Mädels mit den Handtüchern und so, dann sagen die so, ja, wir sitzen da nicht nackt, weil wir wollen nicht, dass die Männer geil werden. Ja, aber die ganzen älteren Frauen, die sitzen da ohne Handtuch. Aber die machen das wahrscheinlich auch, damit die Männer nicht geil werden. Und das, wie gesagt, das ist ja nur im Westen. Im Osten sind alle nackig. Hier sind alle nackig. Ich war in Thüringen in der Therme. Da kam... Ihr kennt es. Ich war in Thüringen in der Therme, da kommt Ingrid rein, 72, starke Raucherin. Freunde, die hätte ein Handtuch vertragen. Nicht? Also, wie die aussah, ich habe sowas noch nie gesehen. Wirklich, das war kein Körper, das war Schmelzkäse. Also es war wirklich, die hatte keine Brüste, das waren Kiwis in Socken. So, Dankeschön. Dankeschön. Wir sehen uns auf Facebook und wir sehen uns im Fernsehen. Lässt sich nicht vermeiden. Ingmar Stadelmann! Das hätten wir dem ja auch mal sagen können. Was denn? Dass wir jetzt singen. Wieso? Hätten wir ihm nicht sagen brauchen? Nein. Meinst du? Nee, das ist jetzt total spontan. Also, es war so, dass wir vor ein paar Jahren Straßenbahn fahren wollten. Die Straßenbahn kam nicht und deswegen dachten wir, laufen wir eine Haltestelle. Und dann kam die Straßenbahn natürlich genau, als wir uns zwischen beiden Haltestellen befanden. Das ist sehr nervig, deswegen haben wir, weil das alle angeht, dieses Thema, das ist allen Leute Themas. Deswegen haben wir darüber ein Lied geschrieben. Das Lied heißt Verpasste Gelegenheit. Und es ist ein A-Cappello-Techner. Ich erkläre kurz, warum das ein A-Cappello-Techner ist. Wir verwenden verschiedene A-Cappella-Stile und die Mehrzahl von A-Cappella ist A-Cappello. Wir verwenden verschiedene Techno-Stile. Die Mehrzahl von Techno ist Technar. Dementsprechend ist A-Cappello-Techner das einzig Logische. So, ich gebe dir noch kurz den Ton. Eine Live-Minute wirkt im Fernsehen wie drei. Und wenn sie kommt, wird sie an uns vorbei. Und wenn sie kommt, wird sie an uns vorbei. Carsten. Und wenn sie kommt, wird sie an uns vorbei. Für dich. Und wenn sie kommt, fährt sie an uns vorbei. Die Straßenbahn, verpasst. Und wenn sie kommt, fährt sie an uns vorbei. Performance. Und wenn sie kommt, fährt sie an uns vorbei. Nein! Und wenn sie kommt, fährt sie an uns vorbei. Und wenn sie kommt, fährt sie an uns vorbei. Und wenn sie kommt, fährt sie an uns vorbei. Und wenn sie kommt, fährt sie an uns vorbei. Und wenn sie kommt, wenn sie kommt, fährt sie an uns vorbei. Wenn sie kommt, fährt sie an uns vorbei. An uns vorbei. Und wenn sie kommt,
kommt, fährt sie an uns vorbei. Und wenn sie kommt, fährt sie an uns vorbei. Und wenn sie kommt, fährt sie an uns vorbei. Und wenn sie kommt, fährt sie an uns vorbei. Und wenn sie kommt, dann fährt sie an uns vorbei. Wenn sie kommt, dann fährt sie an uns vorbei. Wenn sie kommt, dann fährt sie an uns vorbei. Wenn sie kommt, dann fährt sie an uns vorbei. Wenn sie kommt, dann fährt sie an uns vorbei. Wenn sie kommt, dann fährt sie an uns vorbei. Brave Music. Der Techno-Party in the house. Und wenn sie kommt, und wenn sie kommt, dann fährt sie an uns vorbei. Wieder, wenn Sie Lust haben, gucken Sie bei Facebook oder bei Twitter oder wo auch immer. Machen Sie es gut. Bis bald. Und Carsten, dich kriegen wir doch. Vielen, vielen Dank. Verbeugen wir uns nochmal, die Carsten. Dankeschön. Ciao.